Oh, die Frauen, oh, die Frauen, wie sie mich noch in den Wahnsinn treiben. Ich werde ja echt nur wahnsinnig, du. Da kämpfst du dich durch einen ganzen Haufen voll Kultisten, kommst stinkend und erschöpft aus der Kanalisation und was ist das Erste, was du zu hören kriegst? Du kriegst eine Schimpftirade, wie du nur könntest und überhaupt und hast du nicht gesehen. So will ich das sehen. Willkommen zurück zur Let's Play The Witcher. Der hat auch Probleme. So. Ist diese Einheit noch da? Ja, ich habe doch gerade auf die Uhr geguckt, aber ich habe schon wieder vergessen. So, ich möchte jetzt einmal zu Siegfried und gucken, ob der noch was zu sagen hat bezüglich der Rathaus-Banküberfallgeschichte. Wie könnt ihr es wagen, hierher zu kommen? Beruhigt euch. Nach dem, was ihr in der Bank getan habt? Aber ich... Ihr habt versucht, die Beweise zu vernichten. Ihr seid persönlich hinuntergegangen. Doch... Ihr habt den Skoyatel geholfen zu fliehen. Wir haben die Kikimori-Kadaver gefunden. Die Skoyatel allein hätten das nie geschafft. Wäre das nicht gegen das Gesetz, würde ich euch persönlich töten. Yep, und es ist genau das passiert, was ich schon befürchtet habe. Wir haben uns den Orden der Flammenrose und insbesondere Siegfried zum Feind gemacht. Genau das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Soviel zu meiner neutralen Position. Aber irgendwie ist der Kerl auch ein bisschen selbst schuld. Also, dass der bei dem Bankenüberfall so starkköpfig bleibt und nicht bereit ist, auch nur irgendwie eine friedliche Lösung zu bevorzugen, ist einfach nur erschreckend schwach. So, jetzt möchte ich noch zu einer ganz anderen Person. Ich hoffe, sie ist zu Hause. Und sie ist... da. Ihr? Wir müssen reden. Worüber? Ihr werft mich nicht noch einmal in die Kloaken. Das läuft so. Ich gebe euch eine Aufgabe. Und wenn ihr euch weigert, landet ihr im Kerker. Spielt ihr gern? Ich schon. Spielen? Ich wette, ich kann euch die Nase abschneiden, bevor ihr nochmal niesen könnt. Oh, sind wir heute ein wenig gereizt, ja? Hört zu. Ich weiß, dass die Leute mit den Salamanderabzeichen schon lange hinter euch her sind. Ich weiß, wo man sie finden kann. Regelt das mit ihnen und eure Probleme haben ein Ende. Und mir helft ihr obendrein damit. Wie hört sich das an? Wir werden sehen. Sagt mir, was ihr wisst. Die Salamandra haben den Drogenhandel so gut wie übernommen. Wenn sich ihnen niemand entgegenstellt... Warum sollte mich das kümmern? Die sind hinter euch her. Vernichtet sie. Holt euch die Informationen, die ihr braucht, und kehrt hierher zurück. Oh, und nehmt sämtliche Drogen mit, die ihr findet, als Beweismittel. Wo soll ich anfangen? Ein Informant sprach von einem Händler namens Angus, der etwas Pulver besitzt. Er arbeitet im Elendsviertel. Wir müssen wissen, woher er seine Ware bekommt. Er ist häufig in der Taverne. Angus, hä? Ja, Beweismittel, ich hab schon verstanden, Jeffro. Welche Quest ist das denn? Der Spur folgen. Ist die neu? Es gibt ein Fischtail, ich sollte Angus aufsuchen, ja. Die Quelle hat sich auch aktualisiert, Shani möchte, dass ich das Kind aus dem Krankenhaus hole und zu ihr bringe. Also was das betrifft, habe ich noch keine Entscheidung getroffen. So, Jeffro. Was wollt ihr? Was hatte der nochmal für einen Vertrag? Was hatte der für einen Vertrag? Ihr seht krank aus, Yesro. Hab seit 5 Tagen kein Auge mehr zugetan. Aber ich fühle mich so gut wie neu. Der Absturz kommt bestimmt.
Nein, das ist so, als würde man in Buttermilch schwimmen. Toll. Lebt wohl. So, Moment. Ja, okay. Was wollt ihr? Geld kassieren. Ich bin wegen der Anzeige hier. Richtig. Habt ihr die Säfte? Ich habe sie. Trefflich. Hier ist das Gold. $200. Ja. Komm ich hier eigentlich nochmal rein? Jo. Ist hier noch was drin? Nö. Abgeschlossen. Abgeschlossen. Ist aber schade. So, und jetzt... Händlerviertel! Oh! Und was für ein Ruckler. Nee, Moment, komm. Wenn ich jetzt gerade schon mal hier bin, düse ich nochmal flugs zurück. Zum haarigen Bären. Kläre das mit Angus Languste. Och, Geralt. Geht das nicht etwas schneller? Naja. Aber ich finde es interessant, dass Yesro weiterhin eine Rolle spielt. Eigentlich habe ich nicht damit gerechnet. Der erschien mir mehr so als Nebencharakter. Aber irgendwie wird das mit den Drogen und nachher, das wird alles miteinander zusammenhängen. So, ist der Typ hier. Konrad, wer bist du denn? Du bist nicht Angus. Vielleicht nicht. Ach, der Tisch ist ja auch weg. Oh, Moment. Na, der Spur. Ich soll Angus im Elendsviertel aufsuchen und nach seinen Lieferanten ausfragen. Naja, gut, dann Moment. Dann verschieben wir das kurz, dann... Oh, hier ist auch kein Faustkampf mehr. Nein, das gibt's ja nicht. Alles klar. Ich werde es bei Gelegenheit so machen, dass ich alle Häuser nochmal offscreen loote, weil das kostet sonst zu viel Zeit. Aber offenbar hat hier wirklich jedes Haus aufgelevelt. Wir reden jetzt mal mit Konrad. Wie können die das trinken? Was ist das überhaupt? Ich glaube, es ist Wein. Wein? Das ist nicht einmal ein Abklatsch von Wein. Und was ist es dann? Gepanschte Hundepisse. Darum komme ich nur selten her. Ich dachte, dies wäre die einzige Taverne weit und breit. Ich wohne im Händlerviertel, aber alle Gasthäuser dort haben geschlossen. Wollt ihr euch ein paar Münzen verdienen? Ja, klar. Ihr habt gesagt, ihr hättet vielleicht eine Arbeit für mich. Erzählt mir mehr. Ich weiß, wo man einen edlen Tropfen findet, aber dazu ist ein Schwert erforderlich. Ihr braucht einen Krieger, um etwas zu trinken zu bekommen? Ich kenne einen Ort, wo 100-jähriger Wein aus Toussaint lagert. Wo ist der Haken? Der Weinkeller befindet sich in einem Haus, das jetzt von Ungeheuern heimgesucht wird. Das kostet euch 200 Orens. Abgemacht. Ich komme um Mitternacht wieder hierher. Moment mal, wir haben doch diesen sehr alten Wein, ne? Ja. Ach, haben wir den? Schleppe ich den die ganze Zeit mit mir rum? Das kann doch nicht sein. Es war nicht einfach. Aber ich habe es geschafft. Trefflich. Aber ich habe kein Gold. Ging alles für Alkohol drauf. Ich behalte eine Flasche, ihr nehmt den Rest. Für eure Mühen. Auch gut. Ich habe die Flaschen nicht. Was? Ihr mogelt. Lasst mich in Ruhe. Heute setze ich mein Geld auf Boxer. Der hat Kräfte wie ein Bär. Psst, ja. Kann ich hören. Wisst ihr, wie viel Zeit zu schlecht? Beim letzten Gegner hat er die Nase zu Brei geschlagen. Also so schnell habe ich noch nie eine Quest begonnen und abgeschlossen. Und wie wir den übers Ohr gehauen haben. Aber was hätte ich denn tun sollen? So belesener Edelmann wie
Sagt er uns jetzt noch was? Ja? Boah, was für ein langgezogenes Jahr. Nein, ich trinke jetzt nicht mit dir. Lebt wohl. Denn ich habe keinen Alkohol dabei. Einen Moment. Wer hat hier so eine hallende Background-Stimme? Wer ist das? So. Was haben wir denn alles hier? Moment. Da, siehst du, das ist nämlich dieser sehr alte Wein. Komm. Vielleicht kriegen wir ja ein Buch. Ach, hör doch auf. Die Historie hat gezeigt, dass es sich lohnt, ausgiebig mit Leuten zu trinken. Geralt, nimm jetzt diesen Wein. Verdammt nochmal. So. Konrad, komm. Zum Ausgleich. Kleines Wettsaufen. Ja? Ja. Catwin Gold. Das stimmt mit euch nicht. Ja? Okay. Der Kerl hat Ansprüche, man merkt's. Dann hat Buckler Weiß. Aha, aha. Faro Centrano. Nimmt er das? Das stimmt mit. Ja? Okay, der Kerl nimmt nur Wein. Ich hasse ihn jetzt schon. Buckler Weiß. Scheiße. Toussaint Rot. Ja. Muss ich das jetzt verstehen? Ah, die Weinberge von Toussaint noch einmal sehen. Ah, die Weinberge von Toussaint noch einmal sehen. Nein! Na, das hat's gebracht. Ah, ich bin noch nicht mal ganz besoffen, sondern nur halb besoffen. Aber das reicht schon. Vielleicht nicht. Schankwirt, der nicht mehr Olaf heißt, komm her! 5 Uhr. Och, neue Talente? Echt? Schon wieder? Ja, wir haben einen komplett neuen Stufenaufstieg. Wir sind jetzt ein geschickter Hexer. Und das heißt, wir haben 2 Bronzetalente und 2 Silbertalente. So, und damit kann ich gleich alles wieder auf den Haufen werfen, was ich mir vorher überlegt hatte. Jetzt muss ich gerade einmal gucken. Ich hatte mir nämlich eigentlich vorher aufgeschrieben, was ich machen möchte. Ich hatte mir, glaube ich... Moment, was hatte ich mir jetzt aufgeschrieben? Genau, das hatte ich mir aufgeschrieben. Na du, kann ich das nicht machen? Ach, erzähl das vor der Verzeihungsmutter Gens. Was habe ich denn da für einen Scheiß aufgeschrieben? Ja, das ist doch Blödsinn. So, also ich habe mir einmal genommen bei... Moment, wo ist es? Genau. Ausdauerregeneration 25%, also... Wäre blöd, das nicht zu tun. So, und dann möchte ich gerne noch hier die Intelligenz jetzt doch mal auf Stufe 3 bringen. So, und das zweite Bronzetalent, das geht auf den starken Silber, und zwar auf den Patinado 2. Schaden plus 50%, wenn wir von Einäscherung betroffenbar sein sollten. So, und jetzt habe ich noch ein Silbertalent mehr, und jetzt muss ich einmal gucken, was ich damit anfangen möchte. Ja, genau, geht auf die Kampfstile. Die haben wir jetzt aufgelevelt, und ich würde sagen, in Anbetracht der Tatsache, dass die Ungeheuer im Moment in der Überzahl sind vor irgendwelchen Menschen oder etwaigen anderen blöden Leuten, machen wir jetzt auch den schnellen Silber auf Stufe 3. Schaden 10 bis 20, Angriff plus 100%. Schmerz 50%. Wow. Ich denke, das lohnt sich. So, und jetzt meditieren wir mal wieder bis zum Tag. Gut. Und jetzt
gibt es nochmal eine Unterbrechung. Und beim nächsten Mal geht es weiter mit Kapitel 3. Bis zum nächsten Mal.